Mann, haben die hier. Du bist in der Bild. Wieso haben die hier? Dunkelhäutige. Du Abuchra, Abuchra. Sag's mir, wie kannst du kacken neben Jesus jetzt im Paradies? Come on, Nigga! Jetzt zeig euch jetzt. Ich bin Nigga, gell? Ich bin so Nigga. Was? Ich spiel's. Lauf weg! Lauf weg! Abhauen! Du spielst mit Hamdi. Und in Deutschland, ich zerstöre euch. Ich zerstöre euch. Du kackst im Paradies, du Idiot. Bei dir, Jesus sagte, die Huren und die Zöllner kommen im Paradies. Abu Trek, Abu Khanjar. Was machen die Huren bei euch im Paradies? Sag's mir. Zu schauen, mit denen ein Glühwein trinken oder eine Spritze. Ich sag Sauerwasser. Was macht ihr mit Huren und Zöllner? Du gehst zu Zöllner, im Paradies holst du Geld und zahlst du die Huren, das Jesus versprochen hat. Komm on, Nigger. Ich bin Nigger, ich bin stolz. Ich sage das, weil ich stolz bin. Komm on, Nigger. Du bist nicht mein Niveau. So, ich liege in anderen, andere Liga. Ich liege in andere Liga. Ich kenne eure Bibel. Ich liege in anderen Liga. Lass mich mit Haru. Mein Gott, lass mich. Red nicht mit mir. Red nicht mit mir. Red nicht mit mir. Ihr lauft weg von Hamdi. Wo bist du, Abu Khanjar? Abu Khanjar, wo bist du? Der Südamerikaner, das ist doch klar, was er das sagt, ja? Nur weil du Machlebi bist, bist du noch lange kein Schwarzer, Mann. Du bist Maghrebi, du bist arabisiert. Halt deinen Mund. Hier haben wir die Antwort, warum er so ein Verhalten hat. Nein, Onkel Dawa, tut mir leid, Mann. Ne, Mohammed sagte, guck mal, wie von Anas überliefert, dass der Gesandte von Allah sagte, du solltest auf deinen Herrscher hören und ihm gehorchen. Selbst wenn er ein äthiopischer, schwarzer Sklave war. Was hat Kopf der vorhin gesagt, der Onkel Dawa, von Bukhari nehmen die ihm alles, ne, hat der gesagt? Mohammed sagte, dass Satan wie ein Schwarzer aussah. Ich hörte den Apostel sagen, wer Satan sehen will, sollte auf Naptal schauen. Er war ein schwarzer Mann mit langen, wallenden Haaren. Das ist richtig. Und diese ganzen Haarpunkt, die hier reinschreiben. Der Gesandte Allahs sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste. Und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihnen gingen weiße Nachkommen aus, als wären sie weiße Ameisen. Er schlug auf seine linke Schulter halt so aus, und von dort springen die schwarzen Sprüsse. Was hat das mit Rassismus zu tun? Hat einen schwarzen Rosinenkopf zu nennen, das kannst du dir hoffentlich denken. Geh bitte, mach das mal bei irgendeinem schwarzen Bruder hier, die hauen dir alle deine Zähne raus, Mann. Pass auf, im Koran 39,60. Oh Gott, echt. Am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sollen geschwärzt werden. Gibt es nicht in der Hölle eine Bleibe für die Stolzen? Warum hasst Allah Schwarze? Warum sagt er, dass der schwarze Hund ein Teufel ist? Warum hasst er den äthiopischen Kopf? Hier. Der äthiopische Sklave ist ein schwarzer Sklave, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Ich komme nicht klar. Die regt mich auf. Zick, zack. Leute, schaut mal. Guck mal. Und zwar, was ich gerade vorgelesen habe. Guck mal. At-Tirmidhi sagt für diesen Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, Nummer 38, der Gesandte Allah sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste. Und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihr gingen weiße Nachkommen aus, als wären sie weiße Ameisen. Er linke Schulter und von dort strömten die schwarzen Sprösslinge aus, als wären sie Holzkohle. Dann sagte er zu denen, die ausgesandt worden waren, von rechts, also die Schwarzen, denn das Paradies und ich haben nichts dagegen. Entschuldigung, zu den Weißen. Zu den Schwarzen, dann sagte er von seiner linken Schulter zu denen, die ausgesandt worden sind, für die Schwarzen, ne? Sie sind für die Hölle und es macht mir nichts aus.